Scheiße! Nein! Mit den Fuchsjagden ist ja ganz witzig, aber langweilig. Ja. Du hast mir da irgendwas von Wilhelm Busch gerade erklärt. Wir machen genau das mit den Hühnern da, ne? So eine Idee wie beim Wilhelm Busch. an jedem Ende von dem Flatterband einen Flieger befestigen. Das wird schön. So, also, das machen wir jetzt im Treibsand hier mal nach. Ja. Also da haben wir so Flatterbänder. Das ist absolute Kriegserklärung. Genau. Ja, das geht überhaupt nicht hier. So geht es nicht. Quatsch machen, ohne uns zu fragen. Wir haben zwar nicht die passenden Flugzeuge dabei, aber das ist uns völlig egal. Meinen konnte ich gerade nicht umkonstruieren. Aber mit Impeller funktioniert es wohl. Also, Herr Doktor, wo empfehlen Sie? Also, je weiter hinten, desto weniger Wirkung beim Korrigieren der Flugbahn, aber ist ja egal. Wenn ich jetzt den da hinten mache, dann hast du aber dieses Moment da, ne? Ja, sag ja. Dann würde ich den schon, dreht der Motor hier mit? Ja. Wurscht, klebe es am Motor hin. Das ist eine gute Idee. Na, ich würde es hier unten hin tun, genau. Das wird schon nicht einziehen. Einziehen tut es nicht. Mit Schau mal, ich habe sogar richtige... Du musst das mit Endfest musst du das ankleben. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich muss jetzt mal kurz den Tatort abspannen. Ja. Das an? Irgendwas hat jetzt Likes auch gehabt. Was war das? Da war ein Stück Flatterband übrig. Aber im Gas bremst, ich glaube, das legen wir auf den Schotter, oder? Nee, lass nur das. Ich habe das jetzt alles auf einen Haufen. Theoretisch müsste das jetzt sich von selbst entwurschteln. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt, dass ich alles drauf habe? Also ich bin bereit. Irgendwas? Da hat es noch ein Stück von dem Band reingesaugt. Ja, okay, alles gut. Doch eingesaugt. Ist das jetzt alles gut? Ja, es geht. Nee, geht nicht. Voll gezogen. Ja. Es fliegt noch. Wieso? Warum? Bremst es so arg oder was? Ja, freilich bremst es. Du hast zu wenig Leistung. Geh doch mal den Tatort besuchen. Der Treibsand hat mehr Leistung in seinem Moped. New Fliederle, was machst du denn du im Gras? Kriegst du da keine Höhe drauf oder was? Das ist ja nicht zu fassen. So, jetzt die Frage. Entweder fliegst du jetzt genauso weg, ja, in der Richtung, wie es liegt. So machen wir das. Und ansonsten sorgt das Klettband dafür, dass es geht. Ich habe schon wieder ein wenig nachgetrimmt. Zug von unten bedeutet ja eigentlich, dass er nach oben gehen würde. Schon, ne? Macht er aber nicht. Voll gezogen. Keine Chance. Keine Chance. Also, als würdest du jetzt sagen, dass wir da versagen hier? Soll ich das mit dem Geodreieck noch mal probieren? Sieht das mal aus, aber ich kapiere das nicht. Also da fress ich Gras. Nee, mach gar nichts. Nee. Was? Du frisst Gras, wenn ich das mit meinem Geodreieck schaffe? Das möchte ich sehen. Nein. Du kannst auch Ketchup dafür nehmen. Nein, ich bin dann ruhig und sag nichts mehr. Okay. So. Ripplersfiedel. Geodreieck. Ja, glaube ich nicht. Du musst echt Power haben, du. Geodreieck. Also das Geheimnis ist jetzt, die Spuren auch zu fliegen, ja, dass es widerstandsarm ist. Ich versuche das genau in die Richtung zu werfen. Geht es? So, Free Willy. Wetten können jetzt abgeschlossen werden, wie weit komme ich? 10 Meter. So, volle Höhe. Bist du bereit? Halt reinfliegen, ja. Bist du bereit? Ja. Und go. Hey, hey, hey. Merkst du es, wie es bremst, ja? Ich hab voll Höhe. Das geht, ey, geil. Ich hab voll Höhe. Irgendwas brüllt, ja. So, bücken bitte. Bücken, please. Schlimm. Aber ich komme nicht hoch. Das ist doch Scheibengleister. Ich komme nicht zurück. Geil aus. Ey, das ist eigentlich ein Motor für 2S, so ein Mikro-Dingsbums.
Juhu! 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 Ich glaube, das Band wird trocken, es wird leichter. Fällt der da hinten eigentlich so? Schau mal, der drillt sich auf hinten. Es wird leichter. Wahrscheinlich liegt das an den Propeller ganz hinten am Ende. Es wird leichter. Die Sau übersteuert. Es geht sogar nach oben. Sag doch, ich hab da hinten den Propeller. Der Traum ist jetzt halt so viel Höhe zu gewinnen, dass ich ein Looping fliegen kann. Komm her, flieg mal einen Knoten rein. Aber wenn, dann geht nur negativ. Ja, kein Wunder, schau mal hinten, ey. Das ist ja bloß noch ein Bindfaden hinten dran. So. Das dreht sich ein. Kommt er wieder zurück? Komm wieder zurück, bitte. Der schlecht zu. So. Die Höhe muss doch jetzt reichen, wenn ich ihn ansteche. Looping. Du Scheiße, so. Das ist ein Kloppentwurf. So. So, jetzt hat und runter. Und. Jo. Ja. Das wird eine Brezel. Oh Gott, nee, also richtiger Looping geht nicht. Ein Knoten, Martin. Ja, muss ich schauen. Vielfachen Wunsch wird ein Knoten verlangt. Schau mal, das dreht sich immer noch auf. Ich glaube, zwei Drittel haben wir schon fast. Ah, das hinten dreht sich so nicht. Oh Mann, wenn ich Höhe kriege, dann schon. Ob ich mir selber durchs Band fratt. Oh mein. Warte mal, ich flieg mal von den Autos weg. Mit der Höhe gewinnen. Geil. Spaß macht's nicht zu fliegen. So. Anstechen und. Nein, ich komme nicht hoch. Muss den Negativflug machen. Nee, Mann, ey. Warte. Oh Mann! Oh, jetzt hat er abgeschalten. Wunder geregelt. Kommt rein. Sehr geil. Sehr schön. Und das Ding ist bis zur Hälfte aufgedrillt jetzt, oder? Ach, Gottes Willen. Spaß macht's nicht. Also ist lustig. Okay. Zu wenig Leistung. Wir brauchen da einen größeren Motor drauf. Motorensponsor. Jetzt fordern die mich hier raus. Nein. Die haben gerade dummerweise entdeckt, dass ich die Vision eher am Rückbank habe. Ich wollte die verstecken, habe schon eine Jacke drüber gehängt gehabt. Aber nein, der Dr. Wunder hat sie entdeckt. Also, dann kommt jetzt das Flatterband mal an die Vision eher hin. Es geht nicht anders. Ja. Wir brauchen Leistung. Flauschband unten drunter. So, haben wir das Flauschband da dran. So, schau, das farblich ist das sogar abgestimmt. Ist das hier noch einigermaßen neanderförmig oder ist das als Conoil? Sind alle Wahnsinnigen bereit? Nicht ganz. So, Schulterblick vorm Losfahren, vorm Ausparken. Bremst du irgendwas? Okay, das ist ein bisschen wie so die Kunst, oder? Wie war das mit dem Knoten? Ja. Oh, schlechte Idee. Ich bin sicherheitshalber aus der Kehre mal ausgestiegen. Ich habe gedacht, die macht eine schönere Schleife. So, muss ich weiter rüber. So, muss ich länger Zeit lassen dafür. Oh, das ist nicht schön. Wie bitte? Oh je, je, je. Also, ich brauche meinen 13 Zoll Propeller für diese Aktion, wenn wir es verlängern. Aber ansonsten. Ich glaube, für Nurflügel ist diese Art Fliegerei nicht geeignet. Oder? Ach, das geht schon. Warum biegt denn der jetzt in die Richtung ab? Oder was wird da in den Auspuff, dass sie so qualmt eingespritzt? Paraffin, oder? Ja, vor allen Dingen rot-weiß, gell?
Ja, rot war er, ja. Gestreift, gestreift. Bio. Paraffin-Einspritzung. Ich habe gehofft, ich hab gehofft, dass ich knapp daneben rauskomme. Es hat geklappt. Ich muss gestehen, es war etwas fahrlässig. Oh je. So, jetzt gebe ich mir noch einen tiefen Vorbeiflug. Soll ich mal festhalten? Tannenbaum! Höhe! Höhe! Das ist da der Tannenbaum. Ja, habe ich gerade gesagt, der Tannenbaum ist dort. Aber ich habe ja ein Klettband zum Abreißen. Ja, kann ich versuchen. Glaube ich. So, ups. Das ist das Problem, wenn man ans Ende schaut von der Leine. Aber schaut gut aus. So, den Rekord vom Treibsand haben wir noch nicht, aber... Kann ja noch werden. Aber Flächenflieger tun sich trotzdem leichter, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, ich denke schon, dass das mit dem Schwerpunkt und mit dem, weil ich habe ja am Schwerpunkt angebracht, ja. Da bleibt er einigermaßen steuerbar. So, in welche Richtung müssen wir überhaupt landen? Ach, landen wir von hinten, da ist die Sonne, das schaut schöner aus. Das ist aber nicht doch wunder, seine Tür zu machen, hey. Sehr würdig, sehr, sehr würdig. Ja? Das Band hat sich auch wieder ein bisschen aufgetragen, hey. Das sind aber schon 50 Meter, oder? Bestimmt, locker. Ja. Weil bis zu der Einbindung dahinter sind es 50 Meter gewesen. Das war mein Maß immer welcher der Fernsteuerungstests. Hm? Das stimmt. Ach komm, das geht mit deiner Pussycat da an. Bestimmt locker, ey. Locker. So. So vor, als ob der sich der nächste bitte! Überhaupt nicht schwer tun. Wo ist das Band? Da! Da! Hinterm Schwerpunkt. Knapp hinterm Schwerpunkt. Aber es muss deutlich hinterm Schwerpunkt sein. Aber brauche ich ein bisschen Teser. Brauchst du noch ein Flauschbärtchen? Dann geht es. Wir probieren es aus. Eisenhart. Also ich werde die Hälfte der Tragfläche anbringen, weil sonst. Dreht er sich vielleicht um, wenn du vorm Schwerpunkt anbringst. Wir probieren das jetzt. So, was? Kann für nichts garantieren. Ja, wie immer halt. So. Also mit nur Flügel habe ich es noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Wahrscheinlich geht's auch nicht. Das wird jetzt denn. Was hast denn du da für Winglets? Schirmen, der entwickelt es weiter. Jaha. Ja. Frechheit. Frechheit. Eins, das zieht runter. Ich habe ein bisschen mal Höhe getrunken. Aber du kannst den Dieter schmeißen lassen. Ach, das wird schon gehen. Oder du warte mal. Ich tue den Schwanz wenigstens her, weil dann hat er nicht so viel Zug. Ah. Warte, halt, die Kamera ist doch noch nicht an Position. Ist die Kamera an? Warte noch nicht. Ja, der zieht ja unterhalb vom... Du musst wahnsinnig Höhe wahrscheinlich ziehen. Ja. Während das Ganze ein Flug ist. Jetzt? Ja, passt. Oh. Nein. Schwierig. Noch mehr Höhe. Schwierig.
Ich garantiere dir, du musst voll Höhe ziehen. Was, was? Ich will das jetzt wissen, ob das geht. Schlimm. Aber echt nicht. Vollgas und wirklich Höhe ziehen. Ja. Oh, warum zoome ich so viel? So, Band ist in der Luft. Schlimm. Total schlimm. Ich höre sie die ganze Zeit. Ja, ja, sag ich doch. Also, irgendwelche Fischen fliegen nicht so weit weg. Konnte ich mir. Oh, was macht der Dieter? Ah, Scheiße! Nein! Ihr seid. Du. Ja! Ja! Warum erinnert mich das jetzt an Wilhelm Busch? Geil, oder? Max und Moritz mit den Hühnern, oder was war das, ja? Ich meine, die Hände sind hier, ich bin an der Kamera, ich war nicht beteiligt. Schau doch mal, geh doch mal hin. Geh doch mal hin und schau die Katastrophe an. Sabotage! Das hat ja der Dieter jetzt nicht gegönnt. Ach, ja, ist das schön. Was? Brennt's schon? Nein, aber ach, der Regler ist ein bisschen warm. Okay. Das ist normal. Er ist handwarm. So, was ist denn hier passiert? Nee, du hast bloß ein paar Umwindungen aufgerollt. Also der ist fixiert. Der ist gut fixiert, der Propeller. Wir haben es ausprobiert. Geh mal heim. Nochmal. Ich will es nochmal sehen. Sauber aufgewickelt, mehrere Lagen hier. Und einen Knoten hat er auch gleich reingemacht. Dreht euch einmal da um. Schaut einmal zur Sonne und haltet einmal die Flieger dann nochmal her. Ist doch mit Absicht da reingeflogen. Schaut einmal da her. Sabotage. Den hast du ja einen Knoten mit reingedrillt. Schau mal. Ja. Ganz schlimm. Alter. Okay, nimm mal das Ding. Musst du da Klebeband wieder? Ja. Lass das Klebeband dran, das war nicht das letzte Mal, wo du das machen musst. Okay. Aber sauber auf die Idee. Ich habe jetzt nämlich ja 3 S-Batterien, halt, dann hat er genug Leistung auf jeden Fall. Auch noch vorher getunt. Deswegen ist aber der Regler etwas warm geworden. Aha, das glaube ich sofort. Ah, jetzt nicht so heiß. Hast du keinen Rückwärtsgang da drinnen? Nee, lass mal aufwickeln. Lass mal abwickeln, nicht aufwickeln. Fünfmal. Dieter, gib's zu. Das hast du jetzt nicht gegonnt, dass das so schön geht. Hast du abschießen müssen. Das hat jetzt Spaß gemacht. Oh, meine. Das hat jetzt schon Qualitäten gehabt vom Uli. Also, das war so Uli F. Schlepp Spezial. Ich habe erst gedacht, ich bin wieder frei. Das war jetzt ein umgedrehter F-Schlepp. Ich wollte ihn eigentlich zerschneiden, weißt du? Also. Wunderschön. Ja, ja, hat man sehen können. Hast du sauber durchschnitten. Oh, brav. Aber es ist originale Wilhelm Busch. Schau mal, ich sind das mit die Hühner? Sieben, oder mit die Hühner acht, von, neun, sind das von der Willi Bolte? Ja, elf, die Hühner? Elf, ich glaube schon. Viel. Wo sie? Alter. Das war ein schöner Abschluss. So, nochmal. Feierabend. Kamera ist auch bald leer.